Ups. Micke Düsson bricht Schauspielkollegen fast die Nase. Autsch, das muss wehgetan haben. Dem ehemaligen Boxprofi Micke Düsson, 51, unterlief beim Filmdreh mit dem Mixed Martial Arts Kämpfer, 40, ein schmerzhafter Fehler. In einer Szene für Jean-Claude Van Dammes, 57, Filmkickboxer, die Abrechnung unterschätzte der einstige Schwergewichtsboxer seine Dynamik und überraschte den brasilianischen Kampfsportprofi. Der bekam den Schlag voll auf die Nase, kann aber heute herzlich darüber lachen. Im Interview mit TMZ Sports erzählte der Käfigkämpfer von dem Drehtag mit dem Ex-Boxer. Er hat mich aus Versehen geboxt und mir beinahe die Nase gebrochen. Aber einem sympathischen Kerl, wie es sei, könne einfach nicht böse sein. Er hätte mich beinahe ausgeknockt, aber es ist schon okay. Schließlich ist es ja. Einem anderen hätte ich das übel genommen, gestand der Brasilianer lächelnd. Zudem konne trotz seines höheren Alters noch richtig kräftig zuschlagen, fügte der Selbstkampfverprobte hinzu. Aber nicht nur seine Schauspielkameraden haut Ex-Profi aus Versehen um, auch vor sich selbst macht er manchmal nicht halt. Als einmal ein Hoverboard ausprobierte, unterschätzte er den Schwierigkeitsgrad des Spielzeugs seiner Tochter. Nach einer paar Drehungen verlor er die Balance und amüsierte mit seinem Sturz die Netzcommunity.